Hallo zusammen, Faftor 4. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich finde ein sehr cooles Video. Warum, wofür war die Idee oder wie ist die Idee geboren? Eigentlich relativ simpel. Und zwar hat es damit angefangen, dass ich ein Standard-Clamboss-Team für einen Community-Member bauen wollte. Und er zwei Man-Eater hatte. Und er hatte auch Fane. Und er hatte im Prinzip alle Champs, aber die große Halle war noch nicht so weit. Das heißt, es war ein relativ früher Account und da ist aber das große Problem, dass man durch die Unkillable-Com schnell zum CB6 kommt, aber eben dort durch die, ja, die Genauigkeit eben die Debuffs nicht sitzen hatte. Und ich habe die Speedwerte nicht geschafft mit dem Account, weil es Equip noch fehlte. Aber er hatte Gems, um die Speedwerte durch die Aura zu holen. Das heißt, dort war Fushan vorhanden, der eine große Aura hat mit 24% in allen Schlachten. Also war die Idee mal geboren worden, wir bauen mal ein Unkillable-Team, wo wir die Damage wieder so langsam wie möglich machen. Durch diese Aura. Und das haben wir gemacht. Und was dabei rauskam, ja, das versuche ich euch jetzt hier in diesem Video mal ein bisschen näher zu bringen und auch zu erläutern. Also, wir gehen auf den Clamoss-Simulator und dann zeige ich euch, durch Fushan als Lead brauchen wir bei Fushan 147 Speed. Ihr könnt runter bis 146 und nach oben könnt ihr, ja, weit braucht er, also ich würde natürlich unten bleiben und dann lieber den Damage steigern, bei meiner hat 147. Der Man-Eater schnell hat 194 Speed, ergibt, ganz wichtig, es ergibt hier, das seht ihr hier, einen Endwert von 218. Die Werte müsst ihr erreichen, falls ihr keinen Fushan habt. Also falls ihr keinen Fushan habt, sondern irgendwie Visier oder sonst wen als Lead nehmen wollt, müsst ihr 171 bei dem Lead erreichen und bei dem Man-Eater schnell 218. Durch die Aura brauchen wir nur 194. Dann, so dass hier 218 steht mit Aura. Bei Man-Eater langsam brauchen wir 190. Bei Krela 148, das ist nichts, und 138 bei Fane. 138 beim CB6-Team. Die Rotation ist relativ tricky am Anfang. Wir müssen ganz am Anfang gleich einen Kill besetzen und danach haben wir einen Delay. Und zwar bis Runde 6. Hier dürfen wir dann erst den nächsten machen. Das heißt, das sieht dann so aus. Und danach haben wir alle Skills dann immer da, wo wir sie haben wollen. Ja? Also wenn wir das dann so machen, so sieht es dann aus. Dann haben wir hier immer schön bis zum Ende Unkillable drauf. Deshalb nicht wundern, wie es jetzt hier links, rechts aussieht. Das ist ein bisschen anders als im Spiel nachher. So, wir haben dadurch, dass wir so niedrige Speedwerte fahren können, schaffen wir es natürlich bei den Damage-Dealern mit einem Base-Speed von 106 ganz einfach Angriffsprozent-Schuh. Angriffsprozent-Brust, volle Wildset, alles was geht an Damage rauf. Meine Wildsets sind jetzt nicht so gut. Ich habe zwar hier gut Crit-Quote getriggert, aber kein Crit-Damage drin, kein Crit-Damage drin, hier ist keine Crit-Quote drin. Das heißt, mir fehlt wirklich Damage-Output. Man könnte den noch viel weiter treiben. Nur, ganz wichtig, das Team ist jetzt, oder diese Kombination ist für Leute gedacht, die nicht One-Key als Ziel haben, sondern Zwei-Key. Ich werde euch nachher das Ergebnis, wenn wir uns dann angucken und dann sehen wir, und dann können wir mal genau ausrechnen, ungefähr wie viel wir mit schwächeren Champs machen würden. Und dann sehen wir auch, mit wie leicht man eigentlich dahin kommt mit zwei Man-Eatern. Muss man dazu sagen, wenn man sowas zum Beispiel hat. Also, den habe ich voll auf Damage geskillt, alles was geht. Angriffsprozent, Angriffsring, Crit-Damage, Amulett und Angriffsprozent Banner. Ich brauche keine Genauigkeit wegen Fane. Wenn ihr die Fane nicht hättet, ihr wolltet den Defense Decrease mitnehmen, dann würdet ihr den Genauigkeit mit reinnehmen. So, dann kommen wir zu Krela. Krela, ein ultimativer Clamoss-Champ. Super. Sie hat von den Skills her, gibt sie Crit-Quote, angesteigert. Super für Damage-Dealer. Das heißt, unsere Damage-Dealer brauchen keine 100% Crit-Quote. Ich spiele sie nur auf 76. Das mache ich mit allen Damage-Dealern. Das reicht, um Damage zu fahren. Es ist selten, dass mal ein oder zwei Hits mal als Nicht-Crit durchgehen. Das ist aber zu verschmerzen. Das heißt, wir wollen sie auf Crit-Quote und Angriffssteiger haben. Dann haben wir den Gruppenangriff, der noch Zusatz-Damage macht. Ja. Und was ich empfehlen würde, sie in einem Artefakt-Set mit dem Typ Reflex zu machen. Und zwar haben wir 40% Chance, die Abklingzeit einer zufälligen Fähigkeit um eine Runde zu verringern. Wenn das der Skill ist, dann führt sie öfter Gruppenangriffe aus. Wenn ihr es noch schafft und ihr habt Schmuckstücke, die euch den Cooldown zurücksetzen können, nutzt auch den. Leider habe ich keine guten. Ja, ihr seht schon, ich würde jetzt hier nochmal 500 Angriff verlieren für eine 5% Chance. Die habe ich jetzt weggelassen. Das heißt, bei mir ist sie auch nicht perfekt. Sie hat einen Defense-Prozent, Brustpanzer. Ein Angriffsprozent wäre bedeutend besser. Nichtsdestotrotz haben wir 4000 Angriff erreicht.
100% Crit-Quote, 200%, 210 Crit-Damage. Also Damage, was geht. Wir spielen sie mit 153 Speed. Ihr könnt runter bei Krela bis 100... Moment, ich guck gerade mal genau. Ja, bis 146 könnt ihr runter mit ihr. Also schon sehr geil. So, dann haben wir unsere zwei Man-Eater. Die sind ganz klassisch. Einfach irgendwelche Random-Item-Sets genommen, versucht ein bisschen Damage rauszuholen. Also sprich Angriff und Crit-Damage hoch. Crit-Quote brauchen wir, wie gesagt, nicht auf 100%. Dank Krela. Das hier genauso. Und alle Masteries sehen so aus. Um einfach die Möglichkeit zu geben, einen Gegenangriff auszulösen, wenn wir LP verlieren. Dann werden wir uns durch Schaden wieder heilen und können dann wieder einen Gegenangriff auslösen, wenn wir 25% mehr pro Hit verlieren. Das ist Zusatzdamage. Dann haben wir einen Champion, der ist hat eine Ausnahme. Und wo ist jetzt meine Fane hin? Fane, da. Fane sieht so aus, ja. Auch so equipped. Jetzt muss ich mal gucken, welchen Champ wir... Ah, wir hatten ihn gestern. Genau, ihn hatten wir, Farrakhan hatten wir gestern, um die Chance 5% einer Ablenkzeit zurückzusetzen. Den hat man genutzt. Das war aber nicht wirklich hilfreich. Und da er die Debuff-Chance sowieso selten hat, haben wir es dann gelassen. Man könnte aber Fane auch damit spielen, vor allen Dingen dann, wenn ihr die Speedwerte nicht erreicht. Was bei 138 aber kein Problem sein sollte. Nichtsdestotrotz, die Werte oder diese Masteries ist eigentlich Standard-Mastery für einen Unkillable Champ. So. Gehen wir weiter. Auch Fane, volle Kanne. Ich habe ein Wildset genommen. Max Damage, was geht. Ein bisschen mehr Crit Damage hätte ich mir gewünscht, hätte ich rausgeholt. Die Genauigkeit ist nicht ganz so gut. Ich wollte jetzt aber nicht noch unnötig Glyphen reinjagen. Da es für mich so reicht, um euch das zumindest mal zu zeigen, wie das Team funktioniert. So. Also die Champion Speed Werte sind enorm niedrig. Dann gehen wir mal auf den Klamos. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade blau. Ja, da kriegen wir Angriffsverringerer im zweiten Hit. Den werden wir natürlich nicht kriegen. Wir werden es versuchen zu umgehen. Und ich hoffe, dass ich die Rotation jetzt nicht verkacke. Ich habe gestern im Stream die mehrmals verkackt. Da müsst ihr jetzt genau aufpassen. Das ist wichtig, dass wir die richtig machen. Also, Man-Eater schnell macht auf jeden Fall gleich sein Unkillable drauf. Die anderen einfach mal die Skills auf Cooldown setzen. Die wichtigen. Krela wird auf jeden Fall die Crit-Quote gleich steigern mit ihrer A3. Bop. Dann kommt unser Fushan mit der A3. Da sieht man schon 35k bei vierfach Hits ohne Defense Decrease und Schwäche. Wir werden jetzt Defense Decrease und Schwäche draufhauen mit Fane. Und werden dann die Runde zu Ende laufen lassen. Wir werden kein Unkillable neu setzen. So, wir kriegen jetzt einen Genauigkeitsverringerer. Das sieht man da. Links haben wir einen. Nicht so schlimm. Und los geht's. Gruppenangriff. Bam, 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 bam. Stopp, 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 stopp. 1,8. Bisschen Damage von Fushan. 170k. Angriffsprozentschuh ist halt einfach nice in dem Fall. Auch Fane dürfen wir jetzt nicht vergessen. Fane ist Schwäche, Affinity. Ja, wir können jetzt mit Fane schwache Hits landen. Das kann passieren. Wenn das passiert, müssen wir mitleben. Ganz einfach. So, jetzt kommt der zweite AOE, wo wir Damage kriegen würden, wenn wir uns jetzt, also zumindest den, wie soll ich denn sagen, den, also wir kriegen jetzt einen Stun, den könnte man blocken, das machen wir nicht. Wir werden jetzt hier weiter einfach A1 drauf machen, denn er wird jetzt unser Fane Stun. Es ist schön, sollen sie gestunt werden, sie verliert eine Runde Cooldown, es ändert aber nichts. Wir kommen irgendwann in eine Rotation, wo keiner mehr gestunt wird, deshalb einfach weiterfahren. Wichtig ist, der einzige Champ, der nicht gestunt werden kann, darf, ist links unser langsamer Mediener. Der rechte hat jetzt sowieso einen erhöhten Cooldown von 7 Runden nach der ersten. Also wir werden 2 Runden delayen, obwohl er hier fertig ist, der Cooldown hier, der noch 2 Runden hat. Deshalb nicht wundern, wenn der rechte mal gestunt wird, könnt ihr einfach weitermachen. So, dann weiter Damage drauf. Boah, habt ihr gesehen, 3x 180k. Einfach nice. So, jetzt kommt die Runde 3, wo der Man-Eater Slow seine A2 macht. Nicht die A3, ganz wichtig. Wir müssen den AOE jetzt einfach fressen. Da sieht man schon, das ist ziemlich knapp. Seht ihr hier? Unser Fane. Aber das war das letzte Mal, dass es so wird. So, jetzt haben wir den langsamen Man-Eater. Nach der Runde 4. Und der langsamen Man-Eater macht jetzt Unkillable drauf. Und ab jetzt an passiert uns nichts mehr, was Unkillable angeht.
Das heißt, bis dorthin müsst ihr überleben, was ihr eigentlich schaffen solltet. So, ihn, Leder, wir haben jetzt Unkillable, wir werden jetzt noch warten. A1. Crit-Quote, bupp. So, da kommt jetzt das dann. Jetzt kommt wieder, jetzt machen wir nicht einen Fehler. Jetzt bitte eine Runde, gleich eine Runde 6. Bitte die A1 einmal machen. Ganz wichtig, in Runde 6 ist genau der wichtige Delay. Da kommt dann, ja, Runde 6 war es, genau. Die A1. Fane macht einfach wieder ein bisschen Double. Er macht ein bisschen Double. Wir machen einen Gruppenangriff. Bisschen Bonus-Damage drauf. So, A1. Und jetzt machen wir einen Unkillable drauf. Und ab jetzt an Otto. So. Und jetzt läuft die Rotation safe durch. Ihr braucht keine Sorgen, muss eure Champions machen. Und jetzt haben wir keinen Defense Decrease drauf. Wie gesagt, Schwäche für den Team ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel. Das ist natürlich für Fane. Solltet ihr jetzt in dem Fall einen Champ mitnehmen, der keine Schwäche für den Team ist. Wer es auch immer ist. Wir werden es jetzt trotzdem weiterlaufen lassen. Die ideale Variante ist, wenn ihr mit Fane und mit Fushan spielt, macht Fushan einfach ein bisschen auf Genauigkeit und nimmt ein Damage zurück, denn kein Defense Decrease ist mehr Damage-Verlust, als wenn Fushan dafür ein Angriffsprozent Banner hat. Dann lieber ein bisschen mehr Genauigkeit und dann habt ihr immer einen Champ, der Defense Decrease drauf macht. Egal, ob Schwäche definitiv vorhanden oder nicht. So, wir sehen jetzt immer schön, Unkillable kommt drauf, auch ein Gegenangriff wird ausgelöst. Ja. Da haben wir Defense Decrease und Schwäche drauf. Dann steigen natürlich unsere Damage Hits natürlich gleich wieder schön an. Und ich würde sagen, ich skippe jetzt mal zum Ende und dann gucken wir einfach mal, wo wir gelandet sind. Wir haben jetzt 3 Millionen Rückstand. Wie gesagt, wir machen schwache Hits. Deswegen ist eigentlich ganz gut. Sehen wir mal, wie es im Worst-Case-Fall ist mit schwachen Hits. Auf Void hatten wir gestern knapp 57 Millionen auf dem ersten Schuss. Ohne dass wir 100% Defense Decrease Uptime hatten. Von daher war das ganz gut. Also, wir skippen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir nähern uns dem Ende und ich denke mir, wir gehen jetzt nochmal kurz über die Champ als kleine Auffrischung ein. Und zwar, hier habt ihr den ersten Elber, das ist unser Team. Unser Lead Fushan spielt in zweimal Wildset und einem Broken Set, also zweimal ein Wildset und zweimal Broken Set mit Stats von knapp 6000 Angriff bei 245 Crit Damage und keiner Genauigkeit. Wer den Defense Verringerer braucht von ihnen, nimmt einfach einen Genauigkeitsbanner anstatt einen Angriffsbanner. So, dann haben wir unseren Maneater schnell mit 194 Speed. Auch keine 100% Crit-Quote wegen den Crit-Quotensteigerer von Krela mit 250 Crit-Damage und ca. 3500 Angriff. Und der Rest vollkommen egal, ihr wollt so wenig Genauigkeit wie möglich. Dann haben wir unseren langsamen Maneater mit komplett, ja, eigentlich nur ein Speedset, der Rest ist komplett random. Auch da 3400 Angriff knapp bei 191 Speed ergibt durch die Aura dann eben die 214 und 236 Crit Damage, wobei auch da die Debuff-Genauigkeit so gering wie möglich sein soll. Und wir haben Krela, die spielt in einem Reflex-Set und einem Krusche, also Grausam-Set, auch versucht den Angriff so hoch wie möglich zu machen, wobei im Tier ein Angriffsprozent Brustpanzer besser wäre. Trotzdessen haben wir 4150 Angriff bei 210 Crit Damage. Hier 110% Crit-Quote ist nicht notwendig, ist jetzt halt so geworden. Und wir haben Fane, auch die spielen wir in einem Wildset mit Angriffprozent so hoch wie möglich, also 5340 Angriff bei 138 Geschwindigkeit und 250 Crit Damage und die Genauigkeit auf 222. Hier links seht ihr dann immer die Masteries, die könnt ihr euch dann einfach kopieren bzw. aus dem Video rausholen. So, wir haben jetzt hier 50 Millionen. Man muss jetzt bedenken, Fane hat jetzt die Hälfte ihrer Zeit keinen Defense-Verringerer und Schwäche gesetzt. Das waren immer schwache Hits. Wie gesagt, wir hatten gestern 57 Millionen. Also 57 Millionen, sagen wir mal 55 ist realistisch. Und wenn wir jetzt mal gucken, das ist alles eine 1:1 Rotation. Ja? Wenn wir jetzt einen Early-Game-Champion oder einen Early-Game-Spieler nehmen, der, sagen wir, machen überall nur hier bei Fane jetzt, die ist perfekt. Die ist jetzt mal, die hat nur schwache Hits gelandet. Das heißt, diese 8 bis 9 Millionen schafft jeder in 50 Runden. Also allein durch das Gift sind es 100.000 Damage pro Runde. Das sollte jeder schaffen. Wir nehmen 4 Millionen bei Krela, 4,5 bis, sagen wir mal, 5 Millionen bei den Menschenfressern und hier auch die Hälfte, 7 Millionen bei Fushan. Dann wären wir, wenn wir den Damage zusammenzählen, 7 plus 5 plus 5 plus
4 plus 9 wären wir bei 30 Millionen durch Schwäche-Affinity. Das ist fast 2 Key. Wenn wir das Ganze dann mit richtig machen würden, was ich jetzt persönlich empfehlen würde, wäre noch ein im Gift-Set, dann schafft ihr mit den geringen Speed-Werten locker 2 Key. Wie gesagt, das Team ist auf 2 Key ausgelegt. Wer Fushan nicht hat, nimmt, ihr könnt einen Speed-Aura-Champion nehmen, aber er darf keinen Speed-Increase oder Rundenmeter geben, sonst funktioniert diese Rotation nicht mehr. So, wenn wir das Ganze mit Draco machen und natürlich alles extra, also wenn wir visieren, wir würden Visier, Draco und Krela nehmen, schaffen wir One Key. Und zwar weit über 80 Millionen würde dann funktionieren. Einfach aufgrund dessen, dass immer Defense-Verringer und Schwäche drauf ist, alle voll Damage fahren und alle Angriffssteiger immer drauf haben und. Und Draco dann, wenn Defense-Verringer und Schwäche drauf ist, seinen A3 nicht mehr macht, sondern dann die A1 zweimal, die jeweils dann mit 300k hittet, kommt ihr natürlich auf ganz andere Damage-Werte. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir wollen jetzt hier gerade, ihr könnt dieses Team absolut Endgame-mäßig aufbauen, ohne Probleme. Könnt ihr One-Key schaffen. Das richtet sich jetzt aber eher nach Spieler, die jetzt den Speed-Wert nicht schaffen, aber die Champions schon haben. Ihr könnt so starten. Ja, damit könnt ihr auf jeden Fall an den CB6 gehen mit den Werten. Und das ist jetzt vor allen Dingen Grüße an den Member gerichtet, wo wir letztens mit dem Fushan dann das Team aufgebaut haben. Und ich mir gesagt habe, ich werde es dann nochmal in Ruhe erklären in dem Video. So, ich hoffe, das habe ich dann damit getan. Ich werde euch das CB-Sim-File wieder zur Verfügung stellen. Dieses hier, das ist eigentlich das Standard. Im Prinzip ist das Standard Unkillable-Team mit zwei Man-Eatern eigentlich. Ja? Also die Rohspeed-Werte sind immer 171, dann 218, 214, 171, 162. Fertig. Ich habe sie nur reduzieren können durch die Aura. Das ist alles. Okay, dann würde ich sagen, das war's zu diesem Team. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich fand es sehr geil, dass man trotz dessen One Key schaffen kann. Also wir schaffen es definitiv. Wie gesagt, das Video ist aber jetzt eher an Leute gerichtet, die Speedwerte nicht schaffen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, nehmt Visier mit und Krela volle Kanne und dann geht's rund. Wir werden demnächst noch ein ganz anderes Team vorstellen und ein nicht unkillable Team kommt jetzt auch. Jetzt werden wir mal ein paar CB6 Teams machen, um euch mal zu zeigen, was die Kombination mal alle fahren kann. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen geilen Tag, habt viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Stream oder im Video. Bis dann, euer Fafdorf. Ciao, ciao.